Ja, anlässlich der Jahreshauptversammlung der Europa-Union Leverkusen war unser Abgeordneter Axel Voss seit einem halben Jahr Mitglied des Europäischen Parlaments zu Gast im Schloss Moosbruch. Und nach der Veranstaltung konnten wir ihn kurz im Jagdzimmer des Schlosses interviewen. Herr Voss, Sie sind jetzt seit einem halben Jahr in Amt und Würden als europäischer Parlamentarier. Was waren Ihre einschneidenden Erlebnisse im letzten halben Jahr? Also zunächst muss ich einmal sagen, dass es ein in der Tat sehr einschneidendes Erlebnis ist, überhaupt Europaparlamentarier zu sein. Es beginnt ein vollkommen neuer Lebensabschnitt und auch die Lebenssituation in dem persönlichen Bereich muss sich alles darauf einstellen. Es ist aber andererseits eben auch schön zu sehen, wie Europa funktioniert beziehungsweise wie die unterschiedlichen Nationen in einer Fraktion wie der EVP-Fraktion auch zusammenarbeiten. Und das macht Spaß und ist ein tolles Gefühl. Und es ist auch schön, in so einem Team mitarbeiten zu können, weil alle sehr interessiert und auch sehr engagiert sind und an ihren europäischen Aufgaben arbeiten möchten. Und konkret bei Ihnen, in welchen Ausschüssen, Arbeitskreisen oder wo sind Sie jetzt tätig? Ja, also konkret, ich bin in dem Ausschuss, der sogenannte Liebe-Ausschuss, der sich in der Abkürzung mit Liberty oder Libertad abkürzt. Das ist für Bürgerfreiheiten der Ausschuss oder eben auch für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit. Dazu gehören auch die Themen Einwanderung, Asylpolitik oder eben auch der Datenschutz, der im Moment eine große Rolle spielt. Und was haben Sie sich für die nächsten 4,5 Jahre vorgenommen? Für die nächsten 4,5 Jahre ist ein sehr langer Zeitraum, aber das, was ich erhoffe oder mir erhoffe, was ich da gestalten kann, ist zum einen in diesem Jahr ganz klar im Vordergrund erst einmal die sogenannte Berichterstattung, wie man das im Europäischen Parlament nennt, insbesondere hier in dem Bereich des Datenschutzes. Da erwarten wir eine grundlegende neue Vorschrift oder eine grundlegende neue Art und Weise des Datenschutzes, was dann europaweit eben auch angeglichen wird. Und hierbei gibt es verschiedene Aspekte. Das wird sehr intensiv höchstwahrscheinlich dieses Jahr sein. Insgesamt möchte ich natürlich gerne, dass wir den Bürger immer besser mit einbeziehen und vielleicht auch die Themen, die wir in Europa behandeln, dass wir auch das im Vorfeld schon mal in der europäischen Öffentlichkeit auch ein bisschen mehr diskutieren. Bislang war das ja immer so, dass man das Gefühl hatte, es wird dem Bürger etwas überstülpt und dabei haben wir uns auf europäischer Ebene schon länger damit beschäftigt. Nur, das meine ich, müsste etwas anders werden. In dem Bereich, auch nur um eben kleine Vorwärtsschritte nach vorne zu denken, wäre es für mich schon schön, wenn wir eine Art Bürgerberatersystem, wie wir es früher mal gehabt haben, dass wir dieses wieder installieren und vielleicht eben dann auch noch verbessern können. Warum hat man das Bürgerberatersystem? Ich glaube, Sie waren selber mal Bürgerberater. Ich bin selber Bürgerberater gewesen und habe gesehen, wie intensiv das genutzt wurde vom Bürger. Und deshalb meine ich, ist es eigentlich auch ein schöner Service seitens der Europäischen Union, so etwas anzubieten. Die Kommission, unter dessen Ägide das gelaufen ist, hatte ihre ganzen Beratungssysteme irgendwie neu gestaltet. Und da kam man irgendwie auf die Idee, dass der Bürgerberater vor Ort, weil es auch in manchen Ländern nicht so gut funktionierte, wie das hier in Deutschland auch der Fall war, hatte man gedacht, dass man müsste das irgendwie anders gestalten und hatte das erstmal mal abgeschafft. Es gibt jetzt zaghafte Versuche, das wieder so ein bisschen neu zu gestalten, zumindest in den Ländern, in denen es funktioniert hat. Und das meine ich aber, sollte man gerade auch als Europäisches Parlament durchaus forcieren und sehen, dass wir ein Angebot für die Bürger schaffen, diejenigen, die Hilfe in dem europäischen Bereich brauchen, auch dann dort eine Anlaufstelle haben. Ja, dann wünsche ich mir Ihnen viel Glück für Ihre Arbeit. Vielen Dank, das ist nett.